Grüß euch, meine lieben 1000 PS TV-Zuschauer. Ein grüner Giftzwerg vor uns. Nur Kawasaki traut sich in die Klasse der 400er Supersportler. Es gibt nichts Vergleichbares, lieber Zonko. Und der Zonko und ich, wir sind sie heute auf der Landstraße gefahren, um herauszufinden, wie fährt sich die ZX4 RR eben auf der Landstraße? Wie alltagstauglich ist so ein Motorrad? Bleibt's dran, wird leiwand. Ja, grünen Giftzwerg habe ich sie genannt. Natürlich, es gibt noch eine Ninja 125 in grün, das ist noch mehr Zwerg. Aber für mich im positiven Sinn ein Giftzwerg, weil das ist ein Motorrad. Mir haben ja auch alle gesagt, boah, bist deppert. So, ich kenne ja hauptsächlich nur Proleten. Alter, die musst fahren, die ZX4, ja, das ist so arg. Ich habe mir gedacht, na, und was soll denn so arg sein, Zonko? Es ist wirklich arg, oder? Wie die dreht, beschreibst du. Ja, aber Fauli, ich meine, weißt du, ich beschreibe es wirklich sehr gern, aber zuerst muss ich das Giftzwerg, da hat es mich gleich eingerampft. Das ist was ganz, ganz Edles. Soll ich es beschreiben? Nein, aber es ist einfach wirklich wieder 400 Kubik Supersport mit einem echten Vierzylinder. Wir haben drinnen eine unfassbare Technik, technischer Höchststand. Supersport-Höchststand, also ich könnte es nicht als Giftzwerg bezeichnen, es tut mir leid, sondern als echte Waffe für den Einstieg in den Supersport, das ist ein Wahnsinn. Also eine Giftzwergwaffe, wollte der Zonko sagen. Nein, ich hab ja auch gesagt, im positiven Sinn. Ja, du hast es schon angesprochen, ein 400er, 399 Kubik. Okay, Fabian, aber jetzt ganz kurz, was ist positiv an einem Giftzwerg? Ja, dass das halt so richtig arg kommt. Und darauf wollte ich hinaus. Eigentlich habe ich mir gedacht, du beschreibst das jetzt. So, sagen wir mal ab 8000 Touren. Ja, darunter tut sich nicht viel, weil, also das möchte ich jetzt dann auch bitte erklären, sie hat nur unter Anführungszeichen 77 PS und 39 Newtonmeter Drehmoment. Die 39 Newtonmeter, die haben mich vorher am Papier ganz, ganz narrisch gemacht, weil ich mir gedacht habe, bist narrisch, das kann ja nicht gehen, dieses Ding. Und in Wahrheit geht es trotzdem eh auch von unten ganz gut. Nur, die 77 PS, die liegen bei 14.500 Touren an und diese nur 39 Newtonmeter bei 13.000 Umdrehungen. Das Ding dreht ganz normal 16.000 Touren und das ist das Orge. Und wie gesagt, sie geht von unten eh brav, normal und bei 8.000 Umdrehungen hast du auf einmal einen Graveur macht's und das Ding explodiert förmlich. Und wenn du die über 8000 Touren halten kannst, dann marschiert das echt mächtig voran. Also diese Papier, was am Papier steht, ist in dem Fall wieder einmal nur die halbe Wahrheit. Weil es geht eben von unten, wie du richtig gesagt hast, viel Elektronik drinnen, Ride-by-Wire. Das schiebt schon von unten auch ein bisschen an, aber oben das Inferno. Gell? Ja. Ich war überrascht, muss ich ganz ehrlich sagen, dass es unten so gut geht. Ich hätte geglaubt, unten wird da überhaupt nichts sein. Ja. Nein, aber da wirst du wahrscheinlich recht haben, wir haben einen echten elektronischen Gasgriff. Das heißt, wir haben das Fully Ride-by-Wire drinnen, also kein Potentiometer oder irgendwas, sondern wirklich ab Gasgriff das volle elektronische Motormanagement. Und dass das unten so gut gegangen ist, war ich überrascht. Da haben wir gedacht, wow, das geht ja eh super, das fährt eh gut dahin. Und das stimmt dann, ab 8000 ist natürlich ein Inferno. Und das ist aber wirklich so, das macht auch Gänsehaut. Das ist großartig. Und es ist aber jetzt noch in einem Leistungs- und Geschwindigkeitsbereich, wo du das tatsächlich auswinden kannst. Du kannst diese hohen Drehzahlen kannst wirklich verwenden, weil es eben halt doch 400 Kubik hat und nicht 1000. Und in dem Fall, dass man jetzt vielleicht auch ein bisschen Alltagstauglichkeit und Landstraßenbetrieb ansprechen, das ist möglich, gell? Das ist wirklich machbar. Ich habe eben auch gedacht, na, du wirst verhungern, aber das ist nicht so die Dramatik. Die Dramatik ist eher eben auf der Landstraße, wenn es dann über die 8000 kommt, dann fühlst du dich wie ein Rennfahrer. Aber eben, du kannst es tatsächlich umsetzen, du kannst es nutzen. Es kommt dann nicht auf einmal aus, weil es ja jetzt doch nicht so viel Power hat.
aber es ist eine schöne Power und es ist ein schöner Klang. Es ist ein, ja, auch dieses Schrille ganz oben, du musst es mögen. Wenn du einen V2 magst, der unten herumbollert, wird dir das nicht zusagen. Aber ich muss auch gestehen, ich bin einer, dem eigentlich alle Konzepte zusagen. Mir taugt vieles und mir taugt das dann auch. Also das ist echt ein Sound, der richtig durch Mark und Bein geht, aber nicht unangenehm. Vielleicht zum Handling. Sie hat 189 Kilo, wo ich mir auch gedacht habe, das ist jetzt gar nicht so wenig für so ein leichtes Motorrad. Dafür stabil, wirklich super. Fahrwerk, sage ich einmal, ist eigentlich auch eine straffe Abstimmung, aber nicht unkomfortabel. Und ich war dann auch von der Sitzposition her ein bisschen positiv überrascht, dass man schon gemütlicher drauf sitzt als auf so einem absolut radikalen Supersportler, was ich eigentlich mir gedacht habe, na, die wird extrem arg zum Sitzen sein. War schon, also gemütlich ist das falsche Wort, aber so die Sitzbank zu dem Fußrasten, der Abstand, ist nicht so schlimm, gell? Nein. Das Entscheidende, glaube ich, ist, dass diese Lenkerenden nicht ganz aus die Holme rauskommen, sondern dass es ein bisschen, also so um 2-3 Zentimeter erhöht ist, vielleicht sind es sogar 5 Zentimeter. Jetzt hast du da relativ angenehme Sitzposition, aber trotzdem, es ist eine sehr sportliche Sitzposition. Und was ich noch sagen wollte, weil man das mit dem Motor, weil uns das wirklich taugt hat, was natürlich großartig ist, ist der Blipper. Also der Schaltautomat mit dem Blipper, da kannst du natürlich jetzt, wenn du das in diese hohe Drehzahlen hast, na Alter, das ist so wahnsinnig lässig, wenn du dann am Kurveneingang obihackelst, brauchst keine Kupplung, gar nichts und der Schaltautomat funktioniert wirklich pipifein. Das ist ganz, ganz großartig und in Verbindung mit dieser Sitzposition und, das wundert mich jetzt auch, ich hätte auch geglaubt, dass die Null leichter ist, Das ist ein spielerisches Vollstrecken auf höchstem Niveau. Also eine große Freude. Ich finde auch, also das Gewicht hört sich eben jetzt nicht so sensationell an. Man könnte erwarten, das darf ja nur 140, 150 Kilo wegen so ein kleines, Scheißerl, Giftzwerg. Darf ich auch schon nicht mehr sagen, was darf ich denn überhaupt noch sagen? Aber es ist trotz des höheren Gewichts super handlich. Wir haben einen 160er Reifen hinten, 160, 60, 17 hinten, 120, 70, 17 vorne. Sagen wir mal vorne das normale Maß, hinten einen schmäleren, was früher ja eigentlich gang und gäbe war, 160 auf solchen Radeln, hat sich dann auf einmal aufgehört, mussten ja dann alle einen 180er haben, kommt dem Handling definitiv zugute, aber eben nicht nervös. Also da muss man sagen, das Gewicht ist wiederum gut investiert in Stabilität, in ein gutes, spürbares Handling und die Bremserei, Doppelscheibe 290er vorne finde ich ein lustiges Maß. Habe ich das überhaupt schon einmal wo gesehen? 290er. Die backen gut zu, sage ich einmal. Das ist jetzt keine exorbitant giftige Bremserei. Aber da halt auch wieder meiner Meinung nach diese Alltagstauglichkeit durchaus gegeben. Gell? Also das packt natürlich schon gut zu und total ausreichend. Es ist keine super giftige Bremse, aber hat gut zum Gesamtkonzept gepasst, oder? Ja, tadellos. Also bei der Bremse ist mir persönlich jetzt gar nichts aufgefallen, also nichts Schlechtes, nichts Positives, sondern es hat so bremst, wie man das erwartet hat. Nachdem dieses Motorrad ja nicht nur für die Landstraße, sondern auch für die Rennstrecke ist, könnte ich mir vorstellen, dass auf der Rennstrecke die Bremsen vielleicht ein bisschen stärker drankommt. Aber ich glaube, so wie sie das angefühlt hat, dass das jetzt am Kurveneingang diese Bremsstabilität, dass das durchaus machbar ist, dass das von der Maschine erledigt werden kann. Und generell muss ich einfach sagen, das Fahrwerk, das ist, glaube ich, voll verstellbar, wenn ich richtig informiert bin. Das ist halt alles, das ist wirklich ein kleiner Supersportler, mit dem auf die Rennstrecken gehen kannst. Aber, und das ist der große Unterschied zu diesen ganz fetten Superbikes jetzt schon, du kannst auf der Straße halt auch wahnsinnig gut damit fahren. Und du kannst es auf der Straße, diese Motorleistung, das kannst echt ausnützen. Diese Drehzahlreserven. Und das ist halt was, das macht schon wahnsinnig viel Spaß, das hat mir echt getaugt. Es war ein Thrill, es war schnell, aber es hat dich jetzt auch nicht überfordert.
Ja, na, dass du das Giftzwerg nennst, finde ich eher ein bisschen komisch, aber wurscht. Jedenfalls wollte ich nur sagen, du hast den Blipper ja auch so hoch gelobt und finde ich auch großartig, vor allem beim Radl, wo gezwungenermaßen, und das wollen wir nicht verschweigen und das wisst ihr sicher auch, dass natürlich schon ordentlich schalten müsst auf dem Eisen, dass dann in den richtigen Drehzahlbereich seid, bleibt, hinkommt. Und da ist so ein Blipper natürlich großartig, weil wenn jeder Schaltvorgang so unfassbar viel Spaß macht, rauf oder runter, na, dann ist es ja noch leihender, wenn du schalten kannst. Reifen, wir waren ja jetzt wirklich bei richtig argen Temperaturen unterwegs, sage ich einmal, ja, knapp über dem Gefrierpunkt, kurz geschneibelt. Der Dunlop Sportmax GPR 300, ich habe mir schon gedacht, naja, okay. Keine Ahnung, also wie er auf der Rennstrecke performt, dieser Reifen, aber das, was wir gefahren sind und eben, wenn man jetzt die Landstraßentauglichkeit und den Alltag anspricht, dann war er wirklich gut. Also wir hatten keine Probleme mit dem Reifen und da will ich dann, glaube ich, schon eher einen ja, Reifen, der auch im feuchten, nassen ordentlich funktioniert. Und wer wirklich nur auf der Rennstrecke dieses Eisen verwendet, und ich glaube, über die Rennstreckentauglichkeit braucht man nicht diskutieren, das haben ja eh schon einige ausprobiert und getestet, na, da werdet ihr euch dann wahrscheinlich ohnehin einen anderen Reifen montieren, beziehungsweise der ist dann wahrscheinlich eh schnell runtergefahren. Ja. Brauchst ihr dann eher einen neuen. Hast du erledigt. Ne? Ja. Genau. Also ich würde sagen, die Armaturen braucht man nicht großartig ansprechen. Ich glaube, bei Cover dieses 5 Zoll TFT-Display, das ist mittlerweile eh bei fast allen drinnen. Ich sage mal, es lässt sich gut ablesen. Es ist, sage ich mal, wahrscheinlich nicht der allerletzte Stand, auch von der Größe her, aber es ist für dieses Motorrad leihend. Und wo sind wir beim Preis? Also ich sage einmal, in Österreich und in Deutschland ist nicht viel knapp dann 10er, also in Deutschland schaffen es genau den 10er, 9,995. In Österreich sind es, glaube ich, 10,3. Sage ich einmal, schwer einzuordnen, ne? Weil wenn es keine Konkurrenz gibt, könnt ihr auch viel mehr kosten. Und das, was drinnen hat und wie sie funktioniert, sage ich einmal, ist der Preis schon in Ordnung. Ja, weil diese absolute Einzigartigkeit und diese Eigenständigkeit mit dem 400er Vierzylinder, der so arg ausdrehen kann, finde ich den Preis eigentlich eh, und von Cover sagen sie auch, sie haben sehr so kalkuliert, dass das auch gekauft wird. Und das haben sie schon gut hingekriegt, oder? Absolut. Also wie gesagt, 10.000 Euro kommt mir jetzt absolut passend vor. Wenn es was ist, dann ist es eher günstig für diese Komponenten, die da drinnen sind und für wie toll das funktioniert. Und ich meine, dass wir jetzt einen Vierzylinder wieder haben, der so hoch drehen darf, das ist einfach was ganz, ganz Großartiges. Und in der heutigen Zeit, wo es eh alles immer weniger und restriktiver und irgendwas, finde ich das echt super. Ah, her mit einem Vierzylinder, der orgelt auf wie deppert. Und das ist mir von Cava jetzt in die letzten Jahre eh gewohnt. Na, die haben einfach eine echte Expertise bei diesen Supersportmotorradeln und das steckt in der Kleinen auch drinnen. Und also, ich bin begeistert, muss ich ganz ehrlich sagen. Großartig, wirklich großartig. Und das, was mich vielleicht am meisten überrascht hat, war das, dass das auch unterhalb von 8000 Umdrehungen super zum Fahren ist. Super. Mich auch positiv, ich habe es mir erhofft. Was mich noch vielleicht mehr überrascht hat, dass der Rest des Motorrades auch sehr erwachsen ist, ne? Dass das Fahrwerk richtig gut und dass das Handling richtig souverän funktioniert. Hätte ich jetzt so vielleicht nicht erwartet, war ich, wie gesagt, positiv überrascht. Motor, wirklich eine Granate, kein Giftzwerg, darf ich nicht sagen, aber wirklich ein großartiges, kleines Motorrad, was mir mit dem Zonko richtig Spaß gemacht hat. Und ja, wir haben auch noch andere Tests hier mit Kawasaki fabriziert. Wir lassen die ZX4R auch noch gegen andere Motorradeln antreten. Und ja, das kommt in anderen Videos. Ich weiß nicht, was zuerst oder dann nachher geschnitten wird. Aber das war uns einmal sehr wichtig anzusprechen, wie die auf der Landstraße und im Alltag funktioniert. Hat gut funktioniert. Danke fürs Zuhören und Zuschauen. Bitte abonniert den 1000 PS YouTube-Kanal. Teilt dieses Video vielleicht mit einem Freund, mit einem Verwandten, mit wem auch immer, der vielleicht sagt, bist du deppert, eine 400er Vierzylinder, die so hoch dreht. Echt geil. Gebt der ZX4 RR vielleicht einen Daumen hoch, vielleicht auch dem Zonko, vielleicht auch mir. Ja. Hauptsache einen Daumen hoch. Gebt es bitte ihm auch einen Daumen hoch, weil er ist der blade Giftzwerg.
Giftzwerglasig Geltenblatt ist so gemein. Das ist so ein seniler alter Zirkusaffe. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören und Zuschauen. Ich glaube, er ist aus dem Bild draußen. Und tschüssi, sage ich. Was sagst du? Tschüss. Ist mir eigentlich eh wurscht. Viert euch.